Willkommen zu einem neuen Video, Kinder. Ich habe mich extra ungeschminkt gelassen für euch, weil ich habe noch was richtig Cooles zugeschickt bekommen, was wir auf jeden Fall testen müssen. Es ist diese Gesichtsbürste. So, und da dachte ich ja zuerst, Gesichtsbürste ist ja langweilig. Aber, Kinder, die kann sich erhitzen und kalt sein. Also bedeutet, hast du hier irgendwie voll die krassen Augenringe, stellst die kalte Stufe ein und ist hier kalt und du weißt dich auch nicht warum, machst es einfach heiß. Ich dachte mir, was für eine Weltneuheit. Wir packen das Ding mal aus. Beziehungsweise, ich habe schon mal reingeluschert, ich kann es nicht glauben, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Das war die Anleitung, ne? So schaut es aus. Ich habe das Ganze auch schon für euch geladen, ne? Aber erstmal, also die Farbe ist ja schon mal der Wahnsinn. Ich bin ja trotzdem, aber ich verstehe es nicht, wie es sein kann, dass man Gesichtsbürsten, obwohl es mit Strom ist, einfach nass machen kann. Wahrscheinlich wegen des Gummiüberzugs, aber dem traue ich auch nicht. Dann ist hier noch so ein Ladekabel dabei, das habe ich entsprechend schon benutzt. Also hier sind so Pünktchen und das habe ich auch bei meiner Uhr, so ein Ladekabel. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie die neue Art ist, Dinge zu laden, aber gut. So schaut es aus, hat funktioniert, auf jeden Fall leuchtet oder was. Und da wollen wir uns mal nicht lumpen lassen und direkt ins Badezimmer stabben, oder? Okay, stopp. Ich bin noch nicht geisteskrank. wir probieren das erstmal so aus, ob es überhaupt funktioniert. Also hier in der Mitte ist der Anknopf. Den wollten wir erstmal pushen, ne? Ah, ich glaube, man muss 3 Sekunden drücken. Dann kommt eine leichte Vibration. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Okay. Hört ihr es? Wenn man jetzt irgendwie nochmal drückt. Dann geht's richtig los. So, aber viel mehr interessiert mich ja... Werde ich mal ein bisschen lockerer. Also mit einmal klicken kann man die Modi verstellen. Jetzt kommt das Heiße. Jetzt leuchtet es auch hier. Es leuchtet hier rot. Aber dann kann es nicht vibrieren, oder? Das wird heiß. Okay. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Oh, es wird aber wirklich, das ist wie eine Heizung. Kinder, das könnt ihr auch als Taschenwärmer benutzen. Okay, und den Cold-Modus? Dann wird das jetzt gekühlt. Ah, okay. Also, dann habe ich das Gerät völlig falsch verstanden online. Ich dachte ja, dass das hier irgendwie noch heiß wird. Ich konnte es mir einfach nicht erklären. Aber, oha, das wird richtig kalt. Da kannst du hier richtig deine Augen kühlen. Also, ich habe jetzt nicht so krasse Augenringe. Ach, krass. Also, es gibt ja immer mehr Erfindungen auf dem Markt. Da werde ich ja ganz... Ganz wahnsinnig, ne? Okay, also das kühlt halt richtig gut. Dumm. Wow. Es ist richtig angenehm. Also, nicht schlecht. Das werde ich mir, glaube ich, während der Arbeit mal hinlegen im Sommer. Wenn ich hier schwitze, mache ich hier ihn hier. Das ist ja geil. Ich muss ja auch sagen, manchmal hilft bei mir auch, wenn ich irgendwie Kopfschmerzen habe, hilft das auch voll gut. Kälte. Manchmal haue ich mir noch so ein Kühlpack auf die Stirn. Kann ich mir auch das darauf hauen. Okay, krass, also es wird wirklich richtig cold. Jetzt mache ich nochmal heiß. Ich glaube, das ist wahrscheinlich richtig Akku schon fürs Gerät. Hier ist ein Switch. Jetzt ist nur die Frage, wann mache ich denn so eine Wärme drauf? Also ins Gesicht. Oh, das ist richtig warm. Wann mache ich das? Oder, aber hier merke ich ja die Wärme dann nicht. Also, so, wir haben schon mal festgestellt, ich kann erst reinigen oder nur wärmen oder nur kühlen. Die ganze Kombi, soweit sind wir noch nicht, aber puh, das wird ordentlich warm. Also, oh, ja. Könnt ihr mal sagen. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wenn man das Gesicht gereinigt hat und das dann wärmt und irgendwie die Poren öffnet nochmal, man könnte es gleich auch vorab machen und dann werden die Poren geöffnet. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Das machen doch auch viele Kosmetiker, dass die erstmal irgendwie so alles anwärmen. Mit so einer, oder so eine heiß werdende Maske. Naja, wir probieren gleich nochmal die Reinigung mit meinem Gesichtszeug. Wow, kann immer nur die eine Seite machen. Bin ich gleich porenfrei. Hier habe ich auf jeden Fall einen dicken Oschi im Gesicht, wie ihr seht. Den hitzt mir, oh, der brennt mir gleich weg. Vielleicht ist das auch der Sinn. Ja, Spaß, komm, wir gehen ins Bad. Ab im Bad, es vibriert schon mal. Ich mache das mal nass. Ich weiß immer gar nicht, ob man hätte dann auch erst das Gesicht nass machen müssen, wahrscheinlich. Oh, da können wir mal eine Stufe höher schalten. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut sieht hier.
Ich reibe mal ein bisschen hier rum. Ich teste gerade eine selbsterhitzende Gesichtsbürste, die auch kühlen kann. Ich bin ganz gespannt, Leute. Ich muss echt sagen, es ist echt ganz angenehm mit diesem Gummi. Ich würde jetzt mein Gesicht einmal abwaschen wollen. Mal gucken. Okay, Kenna, ich weiß jetzt nicht, ob die Hitze was gebracht hat, aber das ist weich wie ein Babypopo. Also ich finde generell, die Haut fühlt sich ja mal an wie ein kleiner Babybobbis, aber hier ist es deutlich weicher als hier. Also ich weiß nicht, ob dieses Vorgehitze irgendwie was gebracht hat. Ich würde das jetzt einfach im Nachgang nochmal tun. Ich glaube, dazu müsste ich erstmal die gesamte Bürste anschalten. Ich muss erstmal ein bisschen abtrocknen, ne? Sonst habe ich das ganze Wasser hier noch. So, da ist er. Also es ist wirklich angenehm. Und ich glaube, jetzt am Ende, so Quatsch, da müsste man, glaube ich, eher kühlen, dass die Poren wieder kühler werden. Also sich wieder zusammenziehen. Das ist jedenfalls meine Konsequenz aus der Logik. Krass. Ich hätte zwar nicht gedacht, dass ich mir irgendwann mal Metall durchs Gesicht reibe, aber es fühlt sich schon echt gut an. Krass. Also gerade besonders hier diese Seite, wo ich echt lange hier rumgehühnert bin, sag ich mal. Und ich finde sie echt ganz schick. Also das muss ich auf jeden Fall sagen. Ist ein witziges Spielgerät. Witzige Erfindung, wirklich. Habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Vielleicht lebe ich auch hinterm Mond, das kann auch sein. Jetzt wird das hier alles schön gekühlt. Seht ihr das? Ich glaube schon, dass das hier kleiner ist als dieser Augenring. Den machen wir nochmal. Leute. Oder? Das hat ja... Hat er was gebracht, glaube ich. Oder? Seht ihr das hier, wie hier das Augenlid runtergeht? Und hier ist nicht ganz so doll. Vielleicht bilde ich mir das auch ein. Also ich bin trotzdem, muss ich sagen, begeistert. Also, habe ich vorher noch nie gesehen. Ich finde es witzig, ich finde es cool. Ich weiß nicht, wie lange oder wie oft ich Zeit habe für diese Kältefunktion, aber es wird halt wirklich richtig, richtig kalt. Besonders wenn man so Schwellungen im Gesicht hat, ist das, glaube ich, wirklich ein Highlight. Also wirklich, wirklich. Und auch die Wärmefunktion, glaube ich, um die Poren zu öffnen, das ist schon gar nicht schlecht. Und dann kann man das schön reinigen mit dem Reiniger und kommt da, glaube ich, auch besser ran. Ich meine, die Balder Kosmetik hat das damals auch bei mir so gemacht, mit dem Vorwärmen. Also die hat eine erhitzende Maske gemacht und mit heißem Wasser, also heißem Wasser jetzt auch nicht, aber warmem Wasser, dass sich die Poren öffnen. Ich glaube, das hat irgendwie Hand und Fuß und hat sich jemand was richtig Cooles bei gedacht. Ich habe sowas, wie gesagt, noch nie gesehen. Ich finde das Design sehr hübsch, sehr handlich. Das könnte mein Koffer passen. Ja, ich kann euch das Ding mal verlinken. Das ist von Alibaba. Ich glaube, Alibaba kann man aber nicht einfach so bestellen. Weiß ich aber nicht so genau, ob man dafür einen Händlerschein braucht. Ansonsten gucke ich mal, ob ich das woanders finde. Egal, ich verlinke es. Irgendwas verlinke ich euch da unten, ne? Falls ihr interessiert seid. Ich für meine Verhältnisse werde das Ding, glaube ich, aufladen und mit in Urlaub nehmen. Finde ich ganz, ganz nice. Ja, in diesem Sinne sage ich auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Ich verlinke euch hier meine letzten beiden Videos. Hier unten könnt ihr mich gerne abonnieren. Und wenn ihr irgendwelche coolen Produkte habt, ja, die ich mal austesten soll, dann sagt mir Bescheid. Also ich bin Typ hinterm Mond. Ich kenne ganz vieles irgendwie nicht. Wie sowas hier zum Beispiel. Und bin immer happy, wenn ich was Neues finde zum Testen. Und sage, ja, bis zum nächsten Mal.